Merhaba und auf Deutsch gesagt, hallo. Heute lernen wir gemeinsam fünf Redewendungen auf Türkisch. Vergiss bitte nicht, uns zu folgen und zu liken. Fangen wir an. Fangen wir mal an. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür bedeutet Gott sei Dank. Allah'a şükür. Gott sei Dank. Kommen wir zu unserer zweiten Redewendung. Allah yardım etsin. Allah yardım etsin. Bedeutet Gott helfe dir. Allah yardım etsin. Kommen wir zu unserer dritten Redewendung. Allah büyük. Allah büyük. Bedeutet, Gott ist mächtig oder großartig, ja, wenn wir das Wort zu Wort übersetzen. Aber es bedeutet eigentlich, dass Gott so mächtig ist, dass er in unsere schwere Situationen uns behilflich sein wird. Ja? Wenn ich zum Beispiel eine schwere Situation habe und eine türkische Frau oder Mann kommt zu mir und sagt, Allah büyük. Ja? Also das bedeutet dann, sei nicht so traurig, der Gott wird mit dir zusammen sein, der wird dir schon helfen, ja? Der ist so mächtig und großartig, dass er dir helfen wird. Allah büyük. Eyvallah. Eyvallah. Bedeutet danke. Bedeutet danke. Aber traditionell, ja? Also normalerweise bedeutet danke, teşekkür ederim. Aber eyvallah ist so eher traditioneller in der türkischen Sprache, ja? Eyvallah. Eyvallah. Kommen wir zu unserer letzten Redewendung. Hoşça kal oder hoşça kalın. Das bedeutet auf Wiedersehen. Aber wieder traditionell, ja? Hoşça kal. Das bedeutet auch so ein bisschen, pass auf dich auf, ja? In der Zeit, in der wir uns nicht sehen, ja? Hoşça kal, ja? Pass auf dich auf in der Zeit, in der wir uns nicht sehen, ja? Also bedeutet auf Wiedersehen, hoşça kal. Also, hoşça kal ist, wenn wir jemandem duzen oder wenn wir nur eine Person haben gegenüber uns, ja? Aber wenn wir jemandem siezen müssen oder wenn da mehrere Personen sind, ja, dann müssen wir hoşça kalın sagen, ja. Also hoşça kal ist, wenn wir jemandem duzen oder wenn wir nur eine Person gegenüber uns haben. Und hoşça kalın ist, wenn wir jemandem siezen müssen oder wenn wir mehrere Personen gegenüber uns haben, ja? Hoşça kalın oder hoşça kal. So, das waren die neuen fünf Redewendungen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du zugehört hast und bis nächstes Mal. Mach's gut!